So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video. Gleich mal vorweg, sorry, wenn ich mich noch ein bisschen komisch anhöre. Aber ich habe jetzt eine Woche extreme Erkältung hinter mir. Ich hatte Stirnhinnenentzündung und was weiß der Geier, was ich alles hatte, keine Ahnung. Ich hatte keine Stimme mehr, es geht jetzt einigermaßen, aber ich glaube, man hört es noch. Ja, ab und zu muss ich auch mal ein bisschen Luft holen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich war, trotz allem war ich unterwegs und zwar wollte ich euch eigentlich mitnehmen, wie gesagt, in den Vlog, aber ich habe dann immer schnell geguckt, dass ich aus dem Laden wieder rauskomme, habe mir Hustenbonbons und keine Ahnung was eingepackt und Wasser, damit ich, wenn ich einen Hustenanfall kriege, sofort wieder raus bin. Ja, ist immer mal mehr oder weniger geglückt, aber wenn man jemanden hat, der für einen einkaufen geht, muss man das eben selbst machen, ne? Genau, also ich war einmal im DM und einmal im Asiamarkt. Das würde ich euch jetzt gerne zusammen zeigen, weil das vom DM nicht viel ist. Ja. Und das vom Asiamarkt habe ich jetzt hier liegen, zumindest die Hälfte, die andere Hälfte ist in der Gefriertruhe, das zeige ich euch jetzt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, bevor es wieder schlimmer wird. Also, erstmal DM. Ich habe mir ein neues Micellenwasser mitgenommen, da ich meins leer gemacht habe. Und bei mir dauert es immer ein Weilchen, bis das leer ist. Ich hatte als letztes jetzt, glaube ich, das rote, rosa, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir mal das hier wieder mitgenommen, das grüne. Das ist für Gesicht, Augen, Lippen ohne Parfüm mit All-in-One. Für Mischhaut und empfindliche Haut. Ja, weil gerade im Winter habe ich so Probleme mit meiner Haut. Deswegen habe ich mir das mal mit und das hat, glaube ich, 2,99 € gekostet, habe übrigens alle Zettel. Genau, 2,95 € sogar nur, also da habe ich das Grüne, da gibt es ja mal mittlerweile, glaube ich, 6 oder 7 Farben. Ja, dann habe ich mir hier diese Hustenbonbons für Kinder mitgenommen, enthält 2 Sorten. Für Kinder ab 4 Jahren mit Vitaminen, ist zuckerfrei. Das habe ich mir hier mitgenommen, weil ich Hustenbonbons und so gebraucht habe. Und ich bin ja nicht so für diese Mentholteile so geeignet. Und deswegen habe ich mir die hier mal mit. Das sind jetzt das Gesunde Plus. Heißt jetzt Mivolis. Also Gesunde Plus hat mir besser gefallen. Rote und gelbe Früchte mit 7 Vitaminen für Kinder ab 4 Jahren. Das sind die hier. Und die haben gekostet 95 Cent. Nicht wundern, ich bin auch nicht fertig gemacht. Ich habe mir nur vorhin die Haare gefärbt, weil gestern war ich beim Friseur, endlich mal wieder nachgefärbt. Und einmal diese M-Eukal-Hustenmischung kräuterfrisch mit ätherischen Ölen. Nur echt mit der Pfanne von Dr. Soldan. Die haben gekostet 1,65 €, das sind die hier, das sind solche Drops mit ätherischen Ölen, ja. Weil ich habe so die Vermutung, dass meine Familie demnächst auch krank wird. Und dann haben wir so ein bisschen was vorgesorgt. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen tauchen in meine Teekiste. Und zwar habe ich einmal vom Bad Heilbrunner diesen Reizhusten-Tee wieder mitgenommen. Der kostet 60 Cent. Da sind, glaube ich, 10 Beutel drin, 8 Stück. Der ist echt gut, aber man muss da aufpassen, wie viel man davon nimmt. Und dann habe ich mir noch von Mifolis, das ist ja jetzt das Gesunde Plus, Hals- und Rachentee zur Reizlinderung bei Schleimhautentzündung der oberen Atemwege. Ich hole diese Tees immer, der kostet 95 Cent. Weil die echt wirklich gut sind. Mein Arzt hat gesagt, ich soll viel trinken, vor allen Dingen warme Sachen. Habe ich dann auch teilweise gemacht. Aber diese Tees sind wirklich klasse. Nur sind da welche dabei, die haben einen extremen Geschmack nach Arzneimitteln. Aber die sind wirklich gut, die helfen wirklich. Die lösen den Schleim, die tun dem Hals gut. Und ich finde, ich schwöre auf diese Tees. Ich kaufe die jedes Mal wieder und ich habe auch immer welche da. Und dann habe ich mal hier noch bei Bad Heilbrunner diesen Arzneitee gefunden, Brust- und Hustentee, tassenfertig. Das sind solche
Beutel hier. Und die kann man dann auch einfach im heißen Wasser auflösen. Kann man, glaube ich, auch kalt trinken. Husten lösen und lindern. Ja, das sind 10 Stück drin. Das ist neu. Das gab es auch noch in einer roten Sorte. Aber da war ich jetzt nicht so begeistert. Und die haben 2,75 gekostet. Wenn mich das nicht alles täuscht, ja, alles täuscht, warum? Genau, das sind die hier. Ein bisschen teurer wie die normalen, aber ist ja auch eine Marke, ne? Ja, dann habe ich, das habe ich aber jetzt nicht mehr unten, das habe ich schon oben in meinem Regal, zweimal mir von dem Schaumann Natural diese Smoothies-Shampoos mitgenommen. Einmal in rosa und einmal in lila. Die sind echt gut und riechen wirklich total toll. Jeweils 1,55. Dann habe ich zweimal einmal so ein Beutel mit so verschiedenen Kugeln drin für Vögel geholt zum draußen dranhängen und einmal wieder eine Mischung für in unser Vogelhaus. Da machen wir immer so eine Wintermischung rein, dass die Vögel, die draußen rumfliegen, auch was zum Essen haben. Das hat jeweils 1,75 Euro und einmal 95 Cent gekostet. Ja, weil die essen zwar viel bei den Meerschweinchen auch mit, aber wir machen das dann immer schön ins Vogelhaus. Genau, dann habe ich mir von Softlan den Sommergarten wieder mitgenommen, den Weichspüler, den kennt ihr schon von mir, das ist der mit den Blüten drauf. Und einmal Sayos Haarfarbe, die habe ich jetzt drauf, die kann ich euch auch leider nicht mehr zeigen. Eine Papiertragetasche und einen WC-Duftstein Vanille, das ist so ein billiger von Denkmit mit so einem Vanillekern innen drin. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Und dann habe ich noch einen Aufsteller von zwei YouTuberinnen gesehen. Ja, habe ich mir jetzt aber nicht gekauft, weil es YouTuber sind, sondern einfach, weil mir die Sachen gefallen haben. Einmal von Patricia und einmal von Kat. Das sind die hier. Da gibt es Lip Butter und Lip Scrub. Wollte ich aber nicht. Ich habe nur Lip Butter mitgenommen. Einen für Selina und einen für mich. Den kriegt sie zu Nikolaus. Habe ich ihr nämlich noch nicht gezeigt. Einmal mit soften Nuton. Das ist Warm Karamell Popcorn. Mit dem leckeren Duft nach Popcorn. Und einmal mit dem soften Rotton Pink Strawberry Macaron. Mit dem leckeren Duft nach Macarons. Da Selina unheimlich gerne diese Macarons isst und ich bin nicht so der Erdbeer-Fan in den Sachen, bekommt das dazu. Genau, das war die M. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Asiamarkt. Da habe ich ein bisschen was geholt. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel holen, aber ja, ne? So wie es halt immer ist. Ich habe einmal diese, ja, da ist jetzt die Frage, also auf dem Titel steht es, diese Reiskekse sind das, glaube ich, Snow Rice Crackers, ja, das sind die hier, die wollte ich mal in einem Video probieren, vielleicht mache ich damit ASMR oder ein normales Video, dass ich wieder solche asiatischen Sachen teste, weil ich habe noch ein paar Sachen mit und die wollte ich euch dann in so einem Video mal vorstellen, wie die schmecken. Wie gesagt, diese Reiskekse, die haben gekostet 2,89. Ich bin eigentlich nur hingegangen, weil wir keinen Reis mehr haben. Und ich kaufe den Reis unheimlich gerne im Asiamarkt, weil der ist nicht weit weg und der ist auch echt lecker. Und es war so eine große Packung für 8,99 und die kann ich euch aber auch gleich mal zeigen. Dann habe ich das hier mit, das ist Palmzucker aus Thailand. Das ist der hier und ich bin ja so ein kleiner Thailand-Fan, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich war da noch nie, wäre da wahrscheinlich auch nie gekommen. Mein Mann war da mal ganz früher, als er mit ihr noch nicht zusammen war, in Thailand Urlaub, 6 Wochen. Und ja, ich würde da echt gerne mal hin, weil mich das, dieser Markt und so interessieren würde. Und deswegen habe ich die mir hier mal mit. Die kosten 1,29 und die werde ich auch dann in dem Video
testen. So, dann habe ich zweimal Currypaste mit zum Kochen. Einmal Yellow Currypaste und einmal Green Currypaste. Die sind auch immer bei Weight Watchers, benutze ich die auch immer. Die kann man in so einer Box kaufen, aber auch hier in so einem Päckchen. Und da ich nicht viel damit koche, geht mir die Box meistens immer kaputt. Und deswegen habe ich jetzt mal so kleine mit. Kostet jeweils 99 Cent. So, dann habe ich mir wieder rote Linsen mitgenommen, da ich sowieso gebraucht habe. Und die einfach da waren, habe ich die mal mitgenommen. Ist nichts Spektakuläres dran. Die haben gekostet 1,99 €. Dann habe ich mir diese Ecknudeln mitgenommen, also Eiernudeln. Das sind die hier. Da will ich jetzt fürs nächste ASMR oder für ein normales Video will ich so eine Pfanne machen und will dann mit euch zusammen essen und erzählen. Und die haben gekostet. Ey, wo sind sie denn? Nudelsuppe. Eiernudeln 1,99 €. Das sind dann so die Runden, die kann man dann immer reinschmeißen. So, dann habe ich mir zweimal diese Fertignudeln mit Onion Flavor aus Taiwan. Die sind neu, die habe ich jetzt mal mitgenommen. Das sind die hier, also Zwiebelaroma. Zweimal 49 Cent. Das Problem ist ja immer, ich gucke immer, dass ich die vegetarischen habe oder die Curry, damit ich auch keine Fleischsachen drin habe. So, dann habe ich zweimal, glaube ich, diese Indomie vegetarisch Flavor wie Slime. Also nicht wie Slime, sondern wie Lime, Zitrone. Habe ich die Nudelsuppe hier mit zweimal. Und die hat gekostet 49 Cent eins. Dann habe ich zweimal diese Yum Yum Vegetable mitgenommen. Asia Cuisine, das sind die hier. Also wenn ich nicht immer gleich den Dinger finde, dann sage ich es euch nicht. Ja. 39 Cent, genau. Und dann habe ich viermal diese Wai Wai Instant Noodles, auch Vegetable, mitgenommen. Also viermal. Und die haben, glaube ich, auch 39 oder 49 Cent gekostet. Die kosten ja oft nicht viel. So, jetzt muss ich die zwei, drei Sachen, die ich noch gekauft habe, noch rausholen, weil die sind in der Gefriertruhe, die zeige ich euch jetzt. So, da bin ich nochmal. Ich zeige euch jetzt noch den Rest. Ich habe mir einmal Reiscakes mitgenommen. Wieder diese, wo schon vorgewürzt sind. Das sind diese runden, wo einfach nur Reiskuchen. Die hole ich mir immer. Ich finde die toll. Die mache ich immer einfach in die Soße mit rein. Und die gab es auch einmal noch in so so Art, ja, sehen aus wie Muscheln, sind aber einfach nur Reiskuchen, so Taler, die habe ich noch mit. Und dann habe ich das hier geholt, Frozen Deep Fried Banana, Banana Reis Gebäck frittiert. Die haben gekostet 2,99 €, das sind einfach nur frittierte Bananen. Die sind vietnamesisch, guckt euch mal das an. Da werde ich auch mal im Video, wie gesagt, die drei Sachen testen. Bin echt mal gespannt, wie das ist. Es wird wahrscheinlich ultra süß sein, aber wir gucken. Und dann habe ich noch mit einem Frozen Baked Honey Bomb Cake mitgenommen. Vietnamesischer Kokoskuchen mit Pandanblätter. Das sieht aus wie ein Gehirn, finde ich irgendwo. Aber das ist einfach nur ein Kuchen. Und als ich gelesen habe, Kokoskuchen, hat es mich schon, ja. Den werde ich einfach mal auftauen und dann mit euch zusammen in einem Video
Wie gesagt, ob ich ASMR mache oder normal, werden wir dann sehen. Das könnt ihr euch ja dann trotzdem angucken, auch wenn es ASMR ist. Werden wir denn genießen. Ich bin echt gespannt, wie der ist. Ich habe sowas noch nie gegessen. Der hat auch 2,99 € gekostet. Ja. So, da bin ich nochmal. Ich zeige euch jetzt noch den Rest. Ich habe mir einmal Reis-Cakes mitgenommen. Wieder diese, wo schon vorgewürzt sind. Das sind diese runden, wo einfach nur Reiskuchen. Die hole ich mir immer. Ich finde die toll. Die mache ich immer einfach in die Soße mit rein. Und die gab es auch einmal noch in so, so Art, ja, sehen aus wie Muscheln, sind aber einfach nur Reiskuchen, so Taler, die habe ich noch mit. Und dann habe ich das hier geholt, Frozen Deep Fried Banana, Banana-Reis-Gebäck frittiert. Die haben gekostet 2,99 €, das sind einfach nur frittierte Bananen. Die sind vietnamesisch, guckt euch mal das an. Da werde ich auch mal im Video, wie gesagt, die drei Sachen testen. Ich bin echt mal gespannt, wie das ist. Das wird wahrscheinlich ultra süß sein, aber wir gucken. Und dann habe ich noch mit einem Frozen Baked Honey Bomb Cake mitgenommen. Vietnamesischer Kokoskuchen mit Pandanblätter. Das sieht aus wie ein Gehirn, finde ich irgendwo. Aber das ist einfach nur ein Kuchen. Und als ich gelesen habe, Kokoskuchen, hat es mich schon, ja. Den werde ich einfach mal auftauen und dann mit euch zusammen in einem Video. Wie gesagt, ob ich ASMR mache oder normal, werden wir dann sehen. Das könnt ihr euch ja dann trotzdem angucken, auch wenn es ASMR ist. Werden wir denn genießen. Ich bin echt gespannt, wie der ist. Ich habe sowas noch nie gegessen. Der hat auch 2,99 € gekostet. Ja. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum Schluss. Das war mein Einkauf im DM und im Asiamarkt. Ja, ist doch ein bisschen was geworden, wie gesagt, aber das hält auch ja wieder eine Weile. Ich hoffe, das Video hat euch trotz Sprachbarrieren doch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich habe vielleicht noch ein Foodhaul, wo ich noch drehen werde. Auf alle Fälle war ich noch im Kick und in CNA, das möchte ich noch für euch abdrehen. Und ja, das wollte ich noch machen. Und dann werde ich vielleicht mal wieder einen Vlog für euch drehen. Oder auch diverse andere Videos. Genau, wenn ihr öfter sowas sehen wollt, auch mal einen anderen Haul. Wie gesagt, die Sachen probieren wir dann zusammen. Ich bin schon echt gespannt. Würde ich mich freuen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und bedanke mich auch für eure Unterstützung. Und ich würde sagen, ich freue mich auf euch im nächsten Video und bis dann. Tschüssi!